Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir den City Transport Simulator Tram. Der kam gestern raus tatsächlich. Ich habe noch Probleme gehabt mit der Aufnahme ein bisschen, deswegen ja, ging das alles noch nicht so ganz. Aber jetzt müsste alles klappen. Wir spielen im Sandbox-Modus am besten mal einfach mal, fahren wir einfach mal eine Linie und schauen einfach mal, wie sich das Ganze so ergibt. Wir haben hier die ganzen Straßenbahnen zur Auswahl. Wir fahren einfach mal die neue, würde ich sagen. Die Stadtregio Tram. Die hat auch Besonderheit auf beiden Seiten Türen und zwei Führerstände. Man könnte dann halt irgendwo einfach wenden, wo keine Wendeschleife ist. Ist aber, glaube ich, hier gar nicht, bisher noch nicht so weit. Gut. Fahren wir einfach mal irgendwas außerhalb. Ja, hier, die klingt doch ganz gut. Von Eglunsdorf einfach nach am Weidensee. Das ist halt schön außerhalb. Dafür ist dann die Regiotram auch dementsprechend geeignet, ne? Ja, und dann schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Ladescreen schaut echt geil aus, muss ich echt sagen. Gefällt mir ganz gut. Lieblingspaketdienst ist auch am Start. Zu unserer Rechten. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was sich da so ergibt. Mit meinem Joystick fahren hier, den ich hier habe, geht leider noch nicht. Das ist, soll wohl noch kommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Schauen wir mal, was sich so ergibt. Ja, lädt immer ein bisschen lang, aber gut, ich habe das ja auch nicht auf der Hauptfestplatte drauf. Das hat natürlich auch einen Einfluss. Da sind wir. So. Dann müssen wir auf jeden Fall die Türen freigeben. Da steigen die Leute auch schon ein. Da stehen noch die ganzen Linien drauf, die da fahren. So, wir haben jetzt noch 8 Minuten, 8 Sekunden. Das heißt, ich schließe schon mal die Türen. Und wir fahren. Wie gesagt, fahren muss man mit der Tastatur. Der Knüppel geht nicht. Noch nicht. Haltestelle Löwenstraße. Aber fährt sich ganz schön. Also muss ich echt sagen. So. Das Einzige, was ich sagen muss, das Spiel zieht extrem viel Performance. Man sieht es auch an meiner Performance selber, wenn ich aufnehme. Servus. Servus. Also das ist schon extrem, ne? Was der da zieht. So, fahren wir mal hier rechts. Und was mich auch ein bisschen nervt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass man quasi immer wieder auf 20 runter muss. Also man kann gefühlt nicht durchgehend halt mal 50 fahren. Das kannst du vergessen. Aber ja. Weil die Map schaut eigentlich fast gleich aus von allem, was du da fahren kannst. Also es ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sage, boah, es schmeißt mich extrem vom Hocker. Aber es ist auch nicht ultra schlecht. Also es gibt deutlich schlechtere Spiele, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wir sind zu früh. Dann schauen wir uns einfach kurz die BIM mal an. Die kann man einfach aufmachen. Die kann man hier aussteigen. Die können wir uns die Tram mal anschauen. Ist schon ganz schick. Muss man schon lassen. Gefällt mir schon. Hier steht dann auch unsere Abfahrt immer drauf.
So. Und dann steigen wir wieder ein. Oder so. Machen wir mal die Sicht wieder. Man kann zumindest mit den Pfeiltasten ja, durchschalten, ne? Das geht bei Tramsim jetzt erstmal nicht. Bei München brauchst du das, weil dein Sichtfeld ja nicht so groß ist, wie dein Spiegel halt im Sichtfeld ist. Und ich will halt nicht das Sichtfeld so groß machen, dass ich halt irgendwie die ganze Welt sehe. Wisst ihr? Da kannst du nicht mit den Pfeiltasten. Das wäre viel geiler bei der Haltestelle, muss halt immer mit der Maus. Da habe ich nicht so Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Zu früh abgefahren, sagt er. 4 Sekunden. Ah ne, passt. Ich weiß nicht, was die Toleranz ist. Haltestelle Sonnengasse. Haltestelle Sonnengasse. Boah, leck. Boah. Mir, schwer. So, halten wir hier auch mal an. Möglichst fahrgastfreundlich. So. Das mit der Kamera muss ich aber sagen, ist geil. Und gerade das mit dem Durchschalten, ne, das gefällt mir richtig gut. Das funktioniert echt gut. So, da piepst schon die eine Tür. Und los. Haltestelle verfehlt. Digga. Aufgeschissen. Haltestelle Lauritorstraße. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein klassischer Fall, wo die Ansage nicht gescheit ausgesprochen wird. Die wird anscheinend auch in Echtzeit generiert, quasi von der KI. Das soll wohl auch möglich sein, wenn man dann eigene Ansagen, also die Haltestellen selber benennt, dass dann die Ansagen dann immer in deinem Straßennamen halt eben, in deiner Wunschhaltestelle dann quasi genannt werden. Deswegen leckt es dann immer kurz, wenn die Ansage kommt. Oh, das war die falsche Taste, das war die Notbremse. So. Noch 42 Sekunden, wir sind ja durchgehend zu früh. Was ist denn da los? Ich fahre doch eigentlich. Ich habe ja keinen Bock, da mit 10 rumzuschleichen. Deshalb, wie gesagt, das, ne? Das sind nur Kurven die ganze Zeit und du darfst halt nur 20 fahren. Und so, dafür schaut die Map dann immer gleich aus, eigentlich. Also. Ja, das ist noch nicht so ganz. Ist auch cool, dass die Gepiepse hier. Also der Sound von der. Und die Tasten. Du brauchst, wie gesagt, gerade nur die rechte Seite der Türen aktuell. Könntest aber auch die linke freigeben, also ist theoretisch jetzt auch möglich. So. Haltestelle Eichenweg. Beim R22B, also beim Münchner, ne? Also bei der Münchner Straßenbahn, da ist auch noch ein Fehler, dass wenn du die Grafik auf Mittel einstellst, dass das Gummi von den Türen sich so auseinander mitzieht, also dass dann die Tür nicht gescheit aufgeht. Wenn du die Grafik auf hochstellst, ist es dann nicht mehr. Und der Stromabnehmer, glaube ich, hatte auch noch einen Fehler. Also, ja, da ist auf jeden Fall das schlimmste Fahrzeug, glaube ich, noch. Das neueste, beziehungsweise das schönste Fahrzeug. Die Stadt Rigotram, die hat keine Probleme bisher. Gut, die ist natürlich neu gemacht worden für das Spiel. Ja. Und los. Diesmal geradeaus. Über die Weichen darf man halt nur mit 20 drüber fahren. Das ist bei jeder so. In dem Spiel zumindest. Steuerung ist komplett Haltestelle anders. am Weidensee. Komplett anders Achtung, als die anderen. bitte aussteigen. Anders als bei TSW, anders als bei TS, anders als bei Tramsim. Also, ja. Und dadurch, dass ich das nicht gewohnt bin, mit Tastatur zu fahren, kommt es schon vor, dass ich manchmal die Notbremse aus Versehen drücke. Aber jetzt ist sie tatsächlich geplant. Alter. Naja. Sicherheit zum Greifen nah, sagt die BVG immer, ne? Das hat schon seinen Grund. Okay, hier dürfen wir 30. Okay, das ist die einzige Kurve, die ich gerade vielleicht in dem Spiel kenne, die hier 30.
zulässt. So. Das ist auch so eine versteckte Wendeschleife, sag ich mal, ne? Wenn du hier dann im Kreis fährst. Irgendwann ist dann 20. Na gut, die Haltestelle ist ja schon davor da. Also ergibt sich das für uns dann sowieso nicht mehr. Und hier ist der Bordstein dann so angehoben. Das ist natürlich auch geil. Dass du dann halt einen barrierefreien Einstieg hast und die Autos müssen aber darüber. Ist suboptimal, wenn die natürlich da stehen und ich komme mit der Straßenbahn und quasi, dann werden die Fahrgäste, die ein- und aussteigen wollen, natürlich ein bisschen behindert, aber. So, dann schauen wir uns nochmal die BIM an. Genau. Aber ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Also da wird ja auch noch viel Besseres kommen und halt auch noch Performance-Verbesserungen und so weiter. Dann wird es auf jeden Fall besser. Aber bisher, wie gesagt, ist eine Early Access, ne? Muss man halt gucken, was daraus gemacht wird. Ja, aber gefällt mir. Also kann auf jeden Fall was werden. Ja, werden wir dann schauen, wenn dann noch Neuerungen kommen und so, werde ich dann auf jeden Fall noch Videos dazu machen. Vielleicht mal mit einer anderen Tram mal rumfahren. Vielleicht mache ich auch einen Stream mal wieder. Weiß ich noch nicht. Aber ja, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin erstmal. Ciao.